So, da sind wir wieder und machen mal weiter. Ja, der erste letzte Part ist etwas kürzer geworden, aber diesmal habe ich dran gedacht, die Aufnahme zu starten. Und wir begeben uns hinunter in die Hölle. Oder wie das auch immer hier aussehen mag. Oh, sieht eigentlich gleich mal so uninteressant hier aus. Schön düster. Ich würde den Inneneinrichter feuern. Nein, die Fiole ist da runtergefallen. Wir kommen so nicht an sie ran. Aber so kommen wir an sie ran, indem wir uns Aua machen. Okay, so bringen wir die Dinger nur sich dazu, sich zu drehen. Ah. Puh, das war knapp. Okay. Können wir da drauf was balancieren? Ja, können wir. Dann dürften wir da drüben auch was balancieren können. So. Oder jetzt sind wir die Stacheln gefallen. Mit unserem Magier. So, da der Magier nicht ganz so behende ist. Kiste. Und da hoch, bitte. Und hier ist das zweite Secret für dieses Level. Ja, sehr schön. Blauer Meisterstein. Was macht der denn? Eine Kiste oder ein Pfeil mehr? Hm. Kisten kann er 4 Stück erschaffen. Dann braucht er das nicht unbedingt. Deswegen. Ich würde gern gucken, was da unten noch ist. Ich habe ja so das Gefühl, dass da unten noch was sein könnte. Aua. Nein, da ist definitiv nichts mehr. Deswegen müssen wir jetzt wieder hier den ganzen Weg hoch. Machen wir das mal bitte die Win. Mist. Das ist auch gemein mit den sich bewegenden Zahnrädern. Da muss man genau mittig landen. Okay, da muss es wieder mit dem Magier gehen. So. Hier wieder eine Brücke. Jetzt mit der Diven hier rüber hüpfen. Und darüber hüpfen und gut ist. Oh, und da sind wir auch schon am Ende von dieser Mission. Was ist das? Von diesem Level. Ja, ich werde es mir genauer ansehen. Ja, mach das mal. Wieder ein Geheimnis gelüftet. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Ja, und damit geht es ab in den Fangelwald. Sieht man ja hier schön von der Burg, sind wir zum Wald gekommen. Mal sehen, wie idyllisch es da wirklich ist. Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen.
Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Komm, ich wieder hoch. Also ja, es ist still hier. Das gefällt der Diebe natürlich. Sie ist ja mehr die stille Person. So, jetzt müsste ich... Willst du mich veralbern? Was ist denn das hier? Muss ich da erst dagegen hauen oder was? Dass ich da nicht hochkomme. Ist auch nichts zum Einhaken da. Also nochmal große Kiste. Brücke drauf, noch eine große Kiste. Hopp. Nein, das war nichts. Blöde Kisten aber auch. Und keine Garantie drauf. So, jetzt aber nochmal große Kiste. Und hopp. Das war wenigstens eine Erfahrungsfiole. So. Ich habe nicht mal geguckt, wie viele wir in der letzten Mission übersehen haben. Wieder im letzten Level. Ich sag ständig letzte Mission. Und ich höre schon wieder irgendwo ein Skelett atmen. Ah, da drüben bist du ja, du gemeines Ding. So. Vier Pfeile sind schon etwas überheftigst. So, hier brauchen wir wieder eine Kiste, dass wir wieder hier hochkommen. Oh, das ist gemein. Waldbewohner, die sich mit so einer Technik auskennen. Und Fledermäuse. Kommt schon. Die nervigsten Gegner in diesem Spiel. Na gut, viel mehr Gegner gibt es hier auch nicht. Jetzt kann ich sogar schon die Skelette mit Rüstungen one-hitten mit dem Bogen. Der arme Ritter kommt, glaube ich, gar nicht mehr zum Einsatz. Na doch, hier muss er die Tür einschlagen. Aber hier war nichts. Das war ein Schuss ins Knie. Naja, eins war ich ein Abenteurer, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Der Witz hat auch schon einen Bart. Ich frage mich, wie viel Skelett ich schon Pfeile ins Knie geschossen habe. So, ich will einmal hier hoch, bitte. Das ging schief. Jetzt darf doch mal der Peter kurz den da verprügeln. Und war kurz an den Safe Spot hier. So, jetzt sind wir aber hier oben. Jetzt müssen wir warten, bis diese hochmoderne Apparatur wiederkommt. Und im Hintergrund heult ein Wolf. Aber ich muss sagen, der Wald sieht sehr schön aus. Zwar ein bisschen düster, aber auch sehr atmosphärisch. Wie eigentlich alles in dem Spiel so nach dem Druck sah, sah sehr atmosphärisch aus. So, kommt her. Das ist eigentlich immer die beste Taktik, sie einmal gegen Schild schlagen lassen. So. So, den haben wir schön weggetreten mit seinem Schild. Und hier wachsen Riesenpilze. Irgendwie habe ich es mit den Spielen, in denen Pilze wachsen. Kann das sein? Ah ja. Hochziehen. Dann gehen hier nämlich wahrscheinlich jetzt die Stufen hoch. Ja, genau. Und wieder zurück. Ja. So. Die Skelette sind eigentlich gar kein Problem mehr. Nicht mal die mit Schilden. Außer halt, dass wir ihre Schilde wegkloppen müssen. So. Nur die Fledermäuse sind nervig.
Die machen nämlich schon einen stolzen Schaden. Oh, da unten ist eine Truhe. Stimmt, wir haben hier noch gar kein Secret gefunden. Also, ist das eins? Oh, hier muss man wieder schwimmen. Fischhaut. Ja, das ist ein Secret. Ermöglicht unbegrenzten Aufenthalt unter Wasser. Naja, okay, das ist dann so ein nützlicheres Secret. Ich will aber eigentlich gerne nochmal da hoch. Genau, weil hier der Safe Spot ist. Aber gut, suchen wir erst einmal unter Wasser. Alles ab. Jetzt da die Diebin unter Wasser atmen kann, haben wir auch mehr Zeit. Wenn sie nicht denn festhängt. So, Fiole eingesammelt. 6 Stück fehlen uns noch zum nächsten Level up. Hm. Hier unten sind noch 2, wenn ich das richtig sehe. Genau. Schön. Fehlen uns nur noch. Naja, eigentlich nicht mehr so viele. Aber jetzt haben wir hier auch wenigstens eine Kiste, die wir nur ein bisschen gerade schieben müssen, dass wir auf sie drauf springen können. So. Und noch etwas in Richtung Ufer schieben müssen. Und hoch. Und sehr gut. Oh, 10 Fiolen von 30 haben wir schon mal. Ja, genau. Brüll uns ruhig an. Ja, das ist gemein, dass ihr von hinten kommt. Und es wäre noch gemeiner gewesen, wenn ich jetzt von meinen eigenen Pfeilen erschossen worden wäre. Komm, geh hier hoch. Ich will nämlich hier hoch. So. Aua. Na komm her. Der war so nett, dass es auch noch eine Gesundation hinterlassen. So, da ihr mir da unten nichts könnt, Level up machen. Was bringt es, wenn ich den schnellen Köcher verbessere? Schneller schießen. Kann ihre Bögen sofort nachladen auf der nächsten Stufe. Ja, ich glaube, das mache ich dann als nächstes. Da ist die Diebin richtiger Overkill. So, wieder einer, der eine Kiste zum Frühstück gekriegt hat. Und ja, ich mache das gerne, irgendwie Kisten auf die fallen lassen. Hier ist noch eine Erfahrungsfiole, die lassen wir natürlich nicht stehen. Ah, das war jetzt blöd. Hüpfen wir hier hoch und hier hoch. Und gucken erstmal hier oben lang. Da unten war noch ein Bogenschütze, der weiß ich, wohin geschossen hat. Ja. Machen wir das halt etwas länger und schwingen uns mal hier rüber. Hat fast gereicht sogar. Hier oben gibt es nichts, außer eine schöne Aussicht. Das machen Zahnräder mitten im Wald. Umweltverschmutzung gibt es sogar in dem Spiel hier. Das sind aber schon ganz schön viele Zahnräder. Ja, du freu dich ruhig. Dann kannst du auch sterben. So, noch eine Fiole. Hälfte haben wir schon. Wir haben auch schon die Hälfte der Gegnerfiolen.
Und hinter uns spawnen Gegner mit ihren Schilden. Ja, das Skelett da, das Gepanzerte hängt da mal ordentlich ab. Zu viel gesoffen wohl die letzte Nacht. So. Und noch ein. So, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weiter gegen die Skelette kämpfen, mache ich hier mal wieder einen Cut. Bis gleich.